Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077 hier auf Trend17 TV. Euer T, wie immer, für euch am Mic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es jetzt weiter. Und jawohl. Etwas später. Okay, trifft die Mission noch mit Panem. Mein Name ist Oh. Wenn du hier draußen einen Job suchst, ich muss kommst du sie bei mir. Ich bin Vi. Danke für die Info. Hier draußen laufen die Dinge anders. Sei vorsichtig, Stadtkind. Triff dich um Mitternacht mit Panem. Panem ist weg! Was hast du denn da Schönes gelassen? Okay, schauen wir mal, was da los ist. Panem, Schnuffel, wo bist du? Ah, hey. Hallo, ich check gerade noch die Stoßdämpfer. Die Hydraulik muss in Top-Zustand sein. Vor uns liegt eine rasante Fahrt. Hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Ist dir was Gutes eingefallen? Für Hellmann, meine ich. Was sehr Gutes. Ja. Pass auf. Okay, ich höre. Der Schraubenschlüssel sind wir. Der Cutter ist der AV. Und da, wo der Schraubenzieher ist, muss der AV abstürzen. Du fragst dich sicher, wie wir ihn dazu bringen. Etwa mit deinem Geschütz? Das kommt woanders zum Einsatz. Damit verpassen wir so einem gepanzerten AV nicht mal eine Delle. Aber es gibt eine andere Lösung. Hier, die Klemme. Das ist ein Satellitenkraftwerk. Satellitenkraftwerk? Ja, da müssen wir einbrechen. Aha, soweit alles klar. Und dann? Und dann jagen wir dem AV einen fetten EMP rein. Warum frage ich überhaupt? Sobald der AV in Reichweite ist, lösen wir einen elektromagnetischen Puls aus. Das sollte die Bordelektronik killen. Soll heißen, die Motoren fallen aus? Nicht nur die Motoren. Alles. Antrieb, Navigation, Kommunikationssysteme. Na gut, dann los. Ja, spring rein. Ist kalt. Wem gehört das Kraftwerk? Regierung oder Konzern? Macht das einen Unterschied? Wer kontrolliert denn bitte die Regierung? Ich will nur wissen, wem wir gleich auf den Schwanz treten. Wie? Sieh dich um. Es ist simpel. Alles, was du siehst, gehört einem Konzern. Du machst den Konzern gerne Ärger. Wie kommst du denn auf die Idee? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, Rogue, Nash, die Ruffen... Ganz dünnes Eis, wie... Dein Hass kennt keine sozialen Grenzen. Na, dann kannst du froh sein, dass ich auf deiner Seite bin, oder? Allerdings. Ganz anderes Thema. Was ist das Abgefahrenste, das du je geschmuggelt hast? Hm? Spielen wir jetzt Wahrheit oder Pflicht? Komm schon, sag's. Den stellvertretenden CFO von Kaukas. Das nennt sich chauffieren, nicht schmuggeln. Er fuhr im Kofferraum mit. Tot. Tot? Echt? Eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal. Ist ja eine ganz schlimme hier, wa? Eieieiei. So, sind wir gleich da hier, oder? Wir sind fast am Damm. Sehr schön. Nehmen wir einen kurzen Stopp ein. Sinken wir dich mit dem Geschützturm. Ich will, dass du das Geschütz benutzen kannst. Das verbessert unsere Chancen. Verbinde dich. Wie verbinde ich mich? Direct Link? Wie sonst. Die Buchse spinnt ein bisschen. Muss manchmal etwas rumwackeln. Bin verlinkt. Moment. Erst eine Diagnose.
Scheiße. Ich krieg ständig eine Fehlermeldung. Seltsam. Muss was anderes versuchen. Und hier, Panam, hier kommt Johnny. Mitten im verfickten Nirgendwo. Gute Arbeit, wie... Hey, ich glaube, dein Implantat hat einen Virus. Das in deinem Nacken. Das ist kein Virus. Nur eine lästige Malware. Man gewöhnt sich dran. Fick dich! Wird das die Kalibrierung beeinträchtigen? Werden wir sehen. Okay. Wird schon schief gehen. Gibst du den Haufen Müll da? Feuer einen kurzen Feuerstoß drauf ab. Ich übernehme die Kalibrierung. Gut. Nächstes Ziel. Einzelschuss. Okay, ein letztes Mal. Schieß etwas länger. Sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Läuft. Also war doch gar nicht so übel. Aha, fragt sich nur, wie es mit Zielen, die sich bewegen, klappt. Die Waffe ist kalibriert. Du hast Systemunterstützung. Denk nur an den Rückstoß. Manchmal kann das einen rausbringen. Und, wo ist dieses Kraftwerk? Wirst du gleich sehen. Ich kenne Stelle, von der wir einen guten Überblick haben. Will nur sicherstellen, dass hier sonst niemand ist. Du sabotierst ein Konzernkraftwerk, überfällst einen Konzerntransport, entführst einen Konzerner. Willst du dich selbst gern Konzern sagen oder willst du auf was hinaus? Weißt du was? Du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst. Vor 50 Jahren. Ohne das Charisma und den riesigen Schwanz. Vielleicht können wir miteinander auskommen. Zur Erinnerung. Ich suche Hellmann für mich selbst. Nicht um Arasaka eins auszuwischen. Es geht ums blanke Überleben. Zur Erinnerung, Saka hat dich mit seiner abgefuckten Tech erst in diese Situation gebracht. Scheiß auf Motive. Der Zweck heiligt die Mittel. Und im Moment ist der Zweck dein Überleben. Das stimmt. Alles klar. Die Gegend sieht völlig leer aus. Keine Patrouillen. Das große Teil da ist der Kollektor. Und siehst du diese Antennen? Jede Antenne empfängt Mikrowellenenergie von Satelliten im Orbit. Die werden dann in Strom umgewandelt. Die Antennen laufen die Schnellstraße entlang. Wenn wir eine Kettenreaktion im Kollektor auslösen, wird jede Antenne einen gewaltigen Impuls freisetzen. Und unser AV fliegt genau in unser Netz. Wir müssen den Impuls nur im richtigen Moment auslösen. Holen wir das Teil. Sobald wir am Kraftwerk sind, überlädst du die Systeme. Ich kümmere mich um einen Umgehungslink für den Zünder. Systeme überladen? Aye, aye, ma'am. Wann ist mein Einsatz? Hoffe natürlich, dass es nicht allzu kompliziert ist. Ist es das? Sollte es nicht sein. Du drehst einfach alles so weit wie möglich auf. Bis zur Unendlichkeit. Kriege ich hin. Und was jetzt? Jetzt warten wir. Sollten unsere Ankunft auf dem Flugplan des AV abpassen. Läuft. Und los geht's. Hast du sowas schon mal gemacht? Einen AV runtergeholt? Alleine? Nein. Warum fragst du? Kraftwerk, EMP, die Systeme, Netzwerke. Du hast einen Mordsplan ausgearbeitet. Danke, W. Man muss nur die richtige Herangehensweise haben. Ich folge den 3 A's. Bitte was? Abschätzung, Aufstellung, Aktion. Egal was du tust, du solltest immer 3 Sachen machen. Abschätzen, was du zur Verfügung hast und checken, was vor dir liegt, was also das Problem ist. Dann planst du mit diesen 2 Variablen im Kopf. Nimmst, was du hast, besorgst, was du brauchst, stellst Dinge und Leute auf. Dann gehst du in Aktion. Simpel. Dein Motto würde sich gut auf dem T-Shirt machen. Die 3 A's sind alles, was du für ein gutes Leben brauchst. Außer vielleicht einem kalten Bier. Und das 4. A, wenn wir trotz des Plans am Arsch sind? Dann improvisierst du halt. Dachtest du echt, ich hätte ein narrensicheres Erfolgsrezept für dich? Muss zugeben, so hat es sich für mich angehört. Du bist echt eine Marke, wie... Okay, wir sind bald da. Ein letztes Mal. Wir fahren rein, bringen das System zum Absturz und verschwinden.
Halt dich fest! Könnte etwas ruckeln! Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Drohnen! Die erledige ich. Mach lieber schnell, ehe sie uns treffen! Gut, das reicht! Waren das alle? Mhm, aber wir müssen uns beeilen. Geh die Steuerung suchen. Ich verbinde den Zünder. Schnell wie! Oh, was soll ich wissen, wo die scheiß Steuerung ist? Hier? Überlasten. Da. Ah, shit. Okay, hier. Kann ich da auch? Überlasten. Oh, alter Verwalter, was ist hier los? Okay, okay. Ich kann momentan nichts machen. Okay, der letzte. Ja, mach ich doch. Bleib doch mal easy peasy, Mädchen. Komm schon, atmen. Irgendwie verletzt mich das hier, der ganze Kram. Scheiße, ich glaube, wir haben es übertrieben, Panam. Siehst du das? Leuchtet und blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Bis zum Anschlag. Da hast du's, Mädel. Oh yeah. Hauen wir ab, bevor es uns auch durchknallen lässt. Sehr gut. Jetzt aber schnell weg hier. Die Scheiße, du musst raus da, bevor der Chip kaputt geht. Danke für den Hinweis. Wollte gerade meine Picknickdecke ausbreiten und mich für ein schönes Sonnenbad. Ich mein's ernst. Pass auf, die nächste Welle könnte... Johnny? Johnny? Verdammt, hui, das war mal Action. Ach, der sitzt da auf Rücksitz. Weiß gar nicht, ob sie das auch mitkriegt. Ich bin okay. Ja, es ist okay. Ja. Jetzt verpiss dich von hier! Vielleicht nicht der sauberste Job, aber immerhin. Was ist mit dem Zünder? Hat das geklappt? Ja, hat geklappt. Das Signal bleibt auch stabil. Wir müssen nur weit genug wegfahren, damit uns der Impuls nicht auch umhaut. Diese Klippe, dorthin. Von da haben wir die Antennen im Blick. Und dann warten wir. Okay. Hier. Wollte schon immer mal so einen fetten roten Knopf drücken. Woher wissen wir wann? Keine Sorge, ich habe alles im Blick. Warte einfach auf mein Signal und löse dann den Impuls aus. Die werden aus allen Wolken fallen. Ja, und neues Update hier für Cyberpunk. Wir schießen gleich Kang Tao. Habe ich gerade runtergeladen. Millionen aus dem Himmel. Wie fühlt sich das an? Zeug hochjagen. Genau das, was ich jetzt brauche. Und genau das, was ich hören wollte. Merkst du das? Was? Wie ruhig es ist. Das Summen der Stadt. All die Stimmen und Gerüche. Alles weg. Der Wind verstärkt es noch. Hatte schon vergessen, was Stille ist. Mhm. Obwohl, vielleicht nicht die Gerüche. Ich meine, die Kojoten? Schwer zu überriechen. Dachte, das wäre der Duftbaum in deinem Thornton. Haha, leck mich. Konzentriere dich besser auf den AV. Halt die Augen offen. Ich sehe hier kein AV. Bis jetzt jedenfalls noch nicht. Na? Da ist er! Kommt aus Pacifica! Alles klar, halt dich bereit. Noch eine Sekunde? Noch eine? Jetzt! Boom, da ist er. Scheiße, was ist los? Schöne Scheiße. Volltreffer! Nice! Panam, die Motoren laufen noch. Scheiße! Sie entkommen! Die gehen nirgendwo hin. Wir müssen los! Nur einen Moment. Panam, was soll das werden? Oh, was hat sie denn da Cooles?
mega. Er verliert an Höhe. Wir haben den Bastard. Holen wir ihn uns. Wir haben ihn. Nach diesem Knall kann der sich nicht in der Luft halten. Wir werden landen oder abstürzen. Hast du das mitbekommen? Ja. Over. LV. Ungekennzeichnet. Verliert an Höhe. Mitch! Scorpion! Hey. Scheiße, was machen die hier? Die Generatoren. Folgt dem AV, ich komm gleich nach. Mitch! Scorpion! Batterie ich bin Panam! Bleibt weg von dem AV! Wiederhole, nicht dem AV nähern! Unterwegs. Wird die Party wohl ohne dich anfangen. Das ist Kantau! Wartet auf mich! Oder verpisst euch am besten! Sie wollen den Überlebenden helfen. Aber das sind Konzerne! Sie hören nicht mich, der Impuls blockiert mein Signal! Scheiße! Ich hab drei auf dem Radar. Drohnen. Ja, mach dich bereit. Sie wollen uns aufhalten. Lassen wir sie aber nicht. Wir müssen zu Mitch und Scorpion. Panna, Problem. Lade-Ammo. Nicht schon wieder. Ich mach das. Halt dich gut fest. Ich schalte auf Autopilot um. Klemmt. Verficktes Teil. Sie kleben uns am Arsch. Panam! Weiß! Oh. Schlüsse! Geh nicht auf! Hab's gleich. Panam! Oh. Geht schon. Okay. Jetzt sollte es klappen. Zumindest vorübergehen. Mehr brauchen wir gar nicht. Jo, den haben wir. Noch ein. Gucken, ob da noch irgendwo einer ist. Nee, sieht gut aus. Sehr schön. Da, hinter dem Hügel. Okay, eine Sorge weniger. Sehr geil die Mission bisher. Anna, bist du verletzt? Scheiße, Querschläger. Kommst du klar? Komm schon durch. Keine Sorge. Hey Mann, wo bist du? Hallo? Ja, Kyle. Einfach Scorpion. Weiter auf einer offenen Frequenz labern, damit sie euch garantiert bemerken, was? Ich werd nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht. Hast du diese Schüsse gehört? Wie? Ihnen ist was passiert? Wir checken das. Ich sehe das Wrack, aber weder Scorpion noch Mitch. Abgelaufen. Scheiß drauf. Wie? Verbinde dich mit der Drohne. Wir scannen das Areal. Wir brauchen einen Lagebericht. Wo ist die Drohne? Los geht's. Verbindest du dich mit der Kamera? Mhm. Wie? Wenn sie die Aldecaldos haben. Mitch und Scorpion, ich kann einfach nicht. Ich weiß. Verbunden. Hab die Kontrolle. Cool, jetzt fliegen wir mit der Drohne. Scanner. Kampfdrohnen. Die Verteidigungssysteme sind aktiv. Sie haben das Areal abgesichert. Sie warten auf Verstärkung. Scheiße. Da ist Mitch. Wie, das sieht nicht gut aus. Wir haben einen Raketenwerfer. Der zerfetzt uns, wenn wir zu nah kommen. Da ist doch Mitch. Den habe ich doch schon gefunden. Mitch! Er lebt! Sie haben ihn! Vielleicht, aber dafür müssen wir ihn erst erreichen. Ohne diese verdammten Funklöcher hätte ich sie warnen können. Das ist alles meine Schuld. Warum zur Hölle mussten sie dem AV folgen? Diese Idioten! Vermutlich halten sie Hellmann im AV fest. Vorsicht, der Raketenwerfer zerfetzt uns, wenn wir uns nähern.
Du bist schon halb zerfetzt. Red kein Scheiß, das ist nur ein Kratzer. Lass uns den Raketenwerfer erledigen. Ich... Nein, du bleibst im Auto. Entschuldige, aber du würdest mich nur aufhalten. Verdammte Scheiße, wie? Das sind meine Leute da draußen. Hör zu. Sobald ich den Raketenwerfer erledigt habe, melde ich mich. Dann kommst du und hilfst mir mit dem Rest. Deal? Aye, aye, Sir. Ich habe immer noch Mitchs Gewehr. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Hui. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an, meine Lieben. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Eine richtig geile Mission bisher. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.